Sag mal, Leute, hört mir überhaupt jemand zu? Ich sehe nichts, habe ich gesagt. Er sieht nichts, hat er gesagt, sagt er. Na, dann mag wieder aus, keine Ahnung. Das ist ja kein Grund, gleich schnippisch zu werden, aber auf die Entfernung sehe ich einfach nichts. Ach so, ist das von hier eventuell besser? Das ist doch noch weiter weg. Und von hier? Du bist ein Ernstlustiger, wa? Hier, das Spekuliereisen. Du, der hat sich an der Ohren, der hat sie am Kopf. So, einen kleinen Moment noch. Ich glaube, von hier müssten Sie perfekt sehen können. Mhm. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Also zumindest nichts, was mich in irgendeiner Form interessiert. Nicht hauen. Ich hau nicht. Ich mache nur müde. Ach so, das schaffen bei mir sonst nur zwei Goldbräuler. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, jetzt fallen euch die Knöpfe zu, wa, Kinder? Mir nicht. Ich bin immer noch putzmunter. Hier, ihr Säckchen. Ach, Fernsehen kannst du nicht, aber ein Flugzeug fliegen oder was? Na und, wo ist denn da das Problem? Ich flieg sowieso meistens nach Gehör. Und die Glaskuppel hier hat enorme Dioptrien. Da sehe ich sogar ein Fernglas hinter dem Rücken. Das ist kein Fernglas, das ist eine abgesägte Schrotflinte. Leute, ihr macht mich irre. Der meint nicht ihr, sondern nur dich, du graumelierter Pfeifneini. Schönen Gruß an eine Kinderärztin, Sohn eines Brontosaurus. Deine Lunge rasselt ja wie ein Sack voller Klapperschlangen. Siehst du, das kommt davon, weil du immer die Stumme hinterm Strohmeißchen rauchst. Das sind Kaugummi-Zigaretten. Oh Mann, bloß weg hier. Wenn du mal quietschen würde, müsst ihr alle mit der Ölkanne rum. Hallo. Liebe. Na denn, guten Flug. Und nicht vergessen, runter kommen sie alle. Das wird doch nicht, den sehen wir nie wieder.